dem Kanal von Babka und Peter. Ihr seid hier genau richtig, wenn euer Mercedes unter dem Hintern wegrostet oder wenn ihr ein neu gekauftes elektronisches Gerät habt, das einen Monat nach der Garantiezeit den Geist aufgibt, dann seid ihr hier genau richtig. Ich übergebe jetzt weiter an Peter, unseren elektronischen Fachberater. Hallo Leute, heute will ich nur was über die Phosphorsäure erzählen, aber trotzdem nicht auslassen, dass es viele hilfreiche Tipps gibt, die Probleme des Alltags zu lösen. Denn oftmals ist die Industrie nicht daran interessiert, langlebige Produkte zu verkaufen, sondern jene, die genau nach der Garantiezeit nicht mehr funktionieren. Schönes Beispiel ist dabei unser Autogigant Mercedes, die wunderbare Autos produzieren, die nur leider nach bereits kurzer Zeit, ich meine so 10 bis 20 Jahre, so hoffnungslos anfangen zu rosten, dass eigentlich nur noch der Export nach Afrika dem Abhilfe bieten kann. Oder ein paar kleine Tricks. Um ein paar zu nennen, ist es sehr hilfreich, wenn Sie geplante Obsoleszenzen mal googeln, und zwar unter der Zeitschrift Focus. Googeln Sie Focus geplante Obsoleszenzen, da finden Sie einen wunderbaren Artikel über all diese Problematiken. Ich möchte jetzt auch noch ein paar Seiten nennen, die dort auch genannt sind, wo man sich helfen kann, wenn man die von Babka bereits eingangs erwähnten Probleme hat. Eine davon ist ifixit.com, da gibt es Reparaturanleitungen in englischer Sprache für Geräte aus allen Lebensbereichen. Druckerchannel.de ist eine deutsche Seite, die sich besonders mit der Heimtücke der Druckerhersteller beschäftigt. Reuse.besser-nutzen.net ist auch eine Seite, die sehr hilfreich ist, und speziell für elektronische Geräte schauen Sie unter forum.elektronikwerkstatt.de. Ich will Ihnen was über die Phosphorsäure erzählen, die besonders den Problemen des Mercedeses zu Leibe rücken kann oder wenn Sie irgendetwas anderes haben, was besonders stark rostet. Phosphorsäure ist eine Säure, die in den Rostumwandlern, die käuflich zu erhalten sind, enthalten ist. Dort jedoch lediglich zu 3%, weil Phosphorsäure ein sehr aggressives Material ist. Das lässt sich nicht verantworten, diese hochkonzentriert dem Otto-Normalverbraucher im Supermarktregal preiszugeben. Würde zu schlimmen Regressforderungen, Unfällen und so weiter führen. Hingegen ist die Phosphorsäure im Chemiefachhandel oder im eBay von einigen Anbietern aus dem Ausland durchaus hochkonzentriert zu bekommen. Meine Empfehlung dazu, kaufen Sie sich 100% Phosphorsäure oder 95%. Diese muss runter verdünnt werden auf ein Drittel, eine Konzentration von 33-35% mit Wasser. Dann fügen Sie noch etwas Spüli hinzu, um die Vernetzungsqualitäten beim Auftrag auf das rostige Metall zu verbessern. Die Metallbehandlung geht folgendermaßen vor sich. Den groben Rost müssen Sie entfernen, am besten mit der Schleifhexe oder einem Drahtdings, was Sie auf die Schleifhexe oder die Bohrmaschine setzen. Und dann kommt die Phosphorsäure zum Einsatz. Sie pinseln sie auf, Sie nehmen bitte einen weichen Pinsel und eine Schutzbrille. Wenn das Zeug an die Haut kommt, es sollte ein Wassereimer daneben stehen. Dann kurz eintunken, so schlimm ist es auch wieder nicht. Nur wenn das in die Augen kommt, dann kann es richtig übel werden. Deswegen Schutzbrille aufsetzen, Wassereimer daneben stellen, dass man sich im Zweifelsfall helfen kann. Und nehmen Sie einen Pinsel mit weichen Borsten. Weil die federn nicht zurück und führen nicht dazu, dass Sie Spritzer dieser Phosphorsäure irgendwo hinbekommen. Dann pinseln Sie das Ganze ein. Sie werden sehen, nach 10 Minuten schon, das Zeug wirkt Wunder. Die vorher rostbraune Schicht wird plötzlich blau-schwarz. Dann sehen Sie, die chemische Reaktion ist in vollem Gange. Das wiederholen Sie bei komplizierten Rostungen.
dreimal hintereinander, jeweils wieder auftragen mit dem Pinsel. Und wenn Sie das denn behandeln wollen, am besten mit Eisenoxidfarbe, das ist die von den Autobahnbrückengeländern, hält sehr gut. Es geht aber auch jede andere Farbe, halt nur nicht ganz so gut, die Sie dann danach auftragen. Wenn Sie wasserlösliche Farbe benutzen, dann müssen Sie die Phosphorsäureschicht vorher abspülen. Das hält sonst nicht. Bei Kunstharzlacken ist das nicht unbedingt erforderlich. Hält nach meiner Erfahrung auch auf der Phosphorsäureschicht. Und so können Sie tatsächlich tiefenwirksam und langanhaltend den Rostproblemen verschiedener Autohersteller zu Leibe rücken. Ich habe diverse Mercedes und habe tolle Erfolge damit erzielt und würde auch sonst gar keinen mehr kaufen, wenn ich das Problem nicht gelöst hätte. Auch hatte ich mal ein Stahlboot, das war übel verrostet. Das wirkt tatsächlich Wunder, gerade bei einem Stahlboot, wo kein Salz mit dem Stahl in Kontakt kommt, solange man nur auf Binnengewässern fährt, ist das nicht der Fall, wirkt das sehr gut und langanhaltend. Und auch bei den Mercedesen ist, wenn man die Roststelle wirklich gut behandelt und mit Phosphorsäure behandelt, jahrelang Ruhe, im Gegensatz zu anderen Verfahren. Hiermit möchte ich schließen und bitte euch, bei den nächsten Erklärvideos wieder mit dabei zu sein. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.